Auch bei den Franzosen dürfen wir einen neuen leichten Panzer der Stufe 10 begrüßen, und zwar den AMX 13105. Damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom Testserver. Ihr seht, Durchschlag 360 mit 234 Durchschlag. Ansonsten die High Explosive Anti-Tank 360 mit 280 Durchschlag. Ansonsten noch die klassische HI-Granate mit 440 Schaden und 53 Durchschlag. In dem Fall der Franzose, wie viele französische Panzer, auch ein Autoloader selbstverständlich. Das klassische Design, was man so von den AMX kennt, wird auch hier selbstverständlich eingehalten. Aber natürlich auch er hier verdammt agil. Und jetzt wird hier schon der T-100LT gejagt, aber da lassen sie ab, sondern rückwärts ran, hier direkt die Grille entdeckt. Und wir haben gesehen, 421 Schaden. Also da wird sich mancher Medium über das noch freuen, über die Damage-Höhe. Dann drei Granaten im Magazin. Ja, das kann man lassen. Ist jetzt gerade wieder in den Reload. Hat hier natürlich auch die Verbrauchsgüter, die neuen am Start. Mit den 90 Sekunden Cooldown. STB kommt da jetzt rum. Sein Mate ist da schon rausgenommen worden. So, da ist er offen. So, ist im Reload. Arti hat da schön reingeschossen. Gegner sind da gestunt. Wie gesagt, schade ist ja immer, dass man in den Replays die Nachladezeit nicht sieht. Aber so um die 25 Sekunden müsste der Reload sein. Dass ihr mal so eine grobe Vorstellung habt. So, der LT wollte da beide Artis haben, hat aber nur eine bekommen. Bei der zweiten war dann Schicht im Schacht. Und wie gesagt, diese Agilität ist einfach sensationell. Man kann unfassbar gut auf bergigen oder hügeligen Karten abgehen. Denn einfach zack hoch und man ist schon oben durch diesen Geschwindigkeitsüberschuss, den die halt so mit sich bringen. So wie hier, man kann jetzt da den LT von hinten schnell anfahren, ohne dass er in dem Augenblick damit rechnet. Zack, und da war es auch schon. Da ist der WZ-132-1. Aber bevor ihn der rammen kann, gab es hier sofort den Killshot und zack, ist man auch schon wieder weg. So, da aufpassen dass sich den Panzerkampfwagen, aber auch da kann man gut ausweichen mit der Geschwindigkeit. Oder die Panzerung trollt den Gegner so wie jetzt hier in dem Fall, denn der ist abgeprallt. Auch nicht schlecht. Also ein wirklich feines Teil. Natürlich könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu den neuen leichten Panzern kundtun. Da bin ich immer sehr gespannt, was ihr so zu den Änderungen denkt, was da Wargaming so plant. Aber erstmal sehen wir jetzt wahrscheinlich die Zerstörung vom Objekt. Und genauso ist es auch jetzt noch der T-92 HMC. Aber erst wieder im Reload, weil mit einer Granate hätte er den einfach nicht machen können. Oder vielleicht eine Granate und rammen. Wäre auch noch gegangen, aber klar. Die Sicherheitsvariante nimmt er jetzt hier mit. So, Arti ist von ihm weggedreht. Heißt, es hat jetzt alle Zeit, sich hier anzustellen. So, erster Schuss sitzt. Und der zweite, der passt auch. So soll es sein. Eine Granate im Magazin. Reload würde ich da jetzt an der Stelle wieder nehmen. Weil auch wenn die 400 Damage schön sind, aber 1200, die man dann eventuell machen könnte, sind halt doch ein bisschen schöner. Artis sind keine mehr im Spiel. Da ist aber eine Grille. Und schön vorne drauf.
perfekt dahin geschossen, wo er es haben wollte, auf die Frontplatte und natürlich nachladen und weg erstmal aus der Gefahrenzone. Aber wir sehen, 5 Kills, da ist er definitiv sehr fleißig dabei. So, und jetzt kommt hier der TVP entgegen. Oh, der erste klappt nicht, der zweite klappt auch nicht. Aber mit dem dritten, da hat es dann endlich funktioniert. Nicht ohne in Summe 560 Schaden vom TVP bekommen zu haben, leider. Aber den Krieger, den hat er damit schon mal angeschafft. So, und jetzt die Grille. Oh, da wird er gekettet. Da muss er natürlich sofort die Reparaturkiste nutzen. Und wir sehen auch hier jetzt schön die Cooldown-Dauer davon. Und jetzt erstmal wieder direkt weg. Magazin ist leer, da geht nichts mehr. Kann aber die Grille gleich nochmal anfahren. Aber die andere, die steht im Hinterhalt und die wartet nur drauf, auf ihn zu schießen. Jetzt kommt sie hier rum. Wahnsinnig eng, bis er jetzt hier nachgeladen hat. Aber die Grille scheinbar hat es nicht geschafft, hier irgendeinen Schuss rauszubekommen. Vielleicht Munitionslager kaputt oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er damit seinen 7. Kill. Kurz vor der Radley Walters damit. Also, da muss er sagen, ist er wirklich fleißig hier. So, und die Reparatur ist auch wieder ready. Das heißt, da sind die Sekunden ins Land gegangen und jetzt kann er endlich wieder da gleich weitermachen, sofern ihn einer irgendwie tracken sollte oder irgendwas kaputt machen sollte. Das ist halt einfach auch ein ganz großer Unterschied, den der Patch 9.18 jetzt mit sich bringen wird. So, und da die Grille eiskalt, schießt er sie ab, macht hier die Radley Walters klar. Natürlich, letzte Granate, direkt wieder Reload. Jetzt haben wir noch eine Maus, einen Panzerkampfwagen 7 und noch einen anderen Panzerkampfwagen 7. Also ganz schön deutsch das Gegnerteam da jetzt zu diesem Stand. So, jetzt hat er einen Zug gebildet mit dem letztverbliebenen Type. Wenn sie es nämlich jetzt schaffen, alle zusammen noch zu killen, dann wird das nämlich noch ein entscheidender Beitrag, weil in dem Fall müssen wir schauen, ob er es noch hinbekommt. Einer ist schon weg. 9. Ne, wird es doch nicht. Aber zumindest mal mit den 9 Kills kann er sich noch die Pool jetzt holen. So, da ist die Maus jetzt offen. Und da von vorne kommt jetzt der andere Deutsche. Also jetzt ist er fast im Sandwich hier eingekesselt. Und da nimmt er jetzt den langen Weg auf sich wahrscheinlich, um hier auf den Kampfwagen 7 drauf zu fahren. Denn den kriegt er mit 2 Schüssen raus. Kann sich also einen erlauben, daneben zu semmeln. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist er gerade? Ist er schon durch oder wartet der hier noch, wo er zuletzt gespottet worden ist? Ne, da ist er. So, zack, der erste sitzt. Und der zweite sitzt auch, ohne dass er irgendwie was dagegen tun konnte. Das ist halt Wahnsinn. Die leichten Panzer waren ja schon immer agil, aber die Zehner setzen ihm einfach nochmal eins drauf. So, und jetzt ist die Maus auch in dem Fenster. Mit allen 3 platzierten Schüssen kriegt er die weg. Und er könnte sich hier die Pool holen. So, jetzt ist die Maus
alleine gegen ihn. Der erste sitzt, der zweite sitzt auch und jetzt noch der dritte. Und der sitzt auch. Damit hat er sich hier die Pool geholt. Sehr schöne Runde. Kann man nicht anders sagen. Und da sieht man mal, was mit dem Panzer einfach möglich sein wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.